sera da San Pietro a Lucasale. Il treno regionale veloce 3971 di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia e diretto a Bologna Centrale, delle ore 12.05, è in arrivo al binario 3. Ferrara ist eine der wenigen größeren italienischen Städte, die nicht römischen Ursprungs sind. Ihre Blütezeit erlebte die Stadt als Residenzstadt des Herzogtums Ferrara vom 14. bis zum 16. Jahrhundert. Dank ihrer später ein wenig abseits der großen norditalienischen Machtzentren gelegenen Lage sind sowohl ihr mittelalterlicher Stadtkern als auch die imposanten Renaissancebauten bis heute sehr gut erhalten. Unter anderem ist der gesamte mittelalterliche Stadtwall, der nach außen mit einer Ziegelsteinmauer verkleidet ist, noch fast vollständig intakt. Ferrara ist UNESCO-Weltkulturerbe. Da die Stadt klein ist, konnten meine Tochter Laura und ich fast alle bedeutenden Sehenswürdigkeiten der Stadt in wenigen Minuten zu Fuß erreichen. Zudem lag unser Hotel an der Via Cavour in unmittelbarer Nachbarschaft zum Castello Estense, was sich als ausgesprochen praktisch erwies. Bei dem Erdbeben am 20. Mai 2012, das unter anderem den sogenannten Löwenturm im Castello Estense stark beschädigte, wurden leider auch viele der sich dort befindlichen Fresken in Mitleidenschaft gezogen. Um die Risse nicht größer werden zu lassen, wurden sie mit sogenanntem Japanpapier zum Teil überklebt. Es waren vor allem Entscheidungen der Herzöge aus der Familie der Este, die die Stadt, ihre Struktur, ihre Architektur und ihre beeindruckenden Kunstwerke prägten. Vor allem Ercole I., dessen Politik dazu führte, dass Ferrara sich erfolgreich gegen den mächtigen Nachbarn Venedig behaupten konnte. Ihm begegnet man auf unzähligen Fresken und Abbildungen in verschiedenen Palästen der Stadt. Wir müssen jetzt Via Madama und dann in die Via Scandiana und dann müssen wir da runter und dann rechts. Das ist der.
Man kann an den heraldischen Symbolen im Wappen der Familie Este sehr gut deren Position im historischen oberitalienischen Streit zwischen Ghibellinen, den Anhängern des Kaisers, und Guelfen, den Anhängern des Papsttums, erkennen. Man sieht hier sowohl den Reichsadler des Heiligen Römischen Reiches als auch die Lilien, das Symbol der französischen Monarchie, die gegen Ende des 15. Jahrhunderts auch militärisch stark in die italienische Geschichte eingegriffen haben. Beide Symbole finden wir auch vereint auf der berühmten Karlsbüste im Aachener Domschatz. Ludovico Ariosto, der mit seinem berühmten Epos Orlando Furioso einen erheblichen Anteil an der Entwicklung der italienischen Volkssprache hat, hat lange Jahre in Ferrara gelebt und ist auch hier gestorben. Heute trägt die Bibliothek der Universität seinen Namen. Tagesausflug an den Po mit weißen Camargue-Pferden hatten wir uns vorgenommen. Dann stellte sich heraus, dass diese Pferde zwar etwas Salvador Dali-mäßiges hatten, aber das konnte unseren Ausflug nicht verhindern. Leider kamen wir zu spät zurück nach Ferrara, um noch das Haus von Ludovico Ariosto zu besichtigen. Das war schon geschlossen. Leider war es schon geschlossen, weil wir so lange über den Po hin und her, Brücken rauf, Brücken runter, Fahrradwege gesucht. Aber jetzt haben wir es geschafft, aber leider ist das Geburtshaus von Ariosto geschlossen. So ein Pech. Am Abend dann an der Manifestation in Ferrara. Genau konnten wir nicht erfassen, um was es sich da handelte, aber es sah ganz nach Corona aus. Da unser Zug für die Rückreise nach Zürich erst am frühen Abend von Bologna aus losfuhr, hatten wir ungefähr einen halben Tag, um einen kleinen, oberflächlichen Eindruck von Bologna zu gewinnen. Thank you.
Bologna hat eine ausgeprägte Puppenspieltradition. Im Innenhof des Palazzo Comunale steht dauerhaft das imposante Puppenspieltheater, welches man durchaus als Vorbild für ein berühmtes, wenngleich weniger imposantes, aber durchaus erfolgreiches Puppenspieltheater in Bonn der 80er Jahre ansehen kann. Auch die legendäre Aufführung von Ariostos Orlando Furioso auf der Fête de l'Humanité im Jahre 1980 ist hiervon inspiriert worden. Die zum Neptunbrunnen hin langgestreckte Seite des Palazzo Comunale dient als Gedenkstätte für den Widerstand gegen den Faschismus. Hier werden alle gefallenen Widerstandskämpfer namentlich und wenn möglich mit einem Foto geehrt. Die Piazza Santo Stefano wird von nicht wenigen Beobachtern als der schönste Platz der Stadt Bologna bezeichnet. Wir legten hier an diesem beschaulichen Ort mit einer exzellenten, aber sündhaft teuren Gelati eine kleine Ruhepause ein, bevor wir uns dann auf den Weg in das Universitätsviertel machten, um die berühmte Bologna Universität zu besuchen. Die historische Bibliothek der Universität von Bologna, die als älteste Universität Europas gilt, war an diesem Samstag leider geschlossen, sodass ich hier ein paar Archivaufnahmen meines ersten Besuches in Bologna aus dem Jahre 2009 eingebaut habe, die man an dem 4:3 Format des Videobildes und natürlich auch an der schlechteren Bildqualität erkennen kann.